Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sitze ich wieder hier am Rechner, und zwar, weil mir aufgefallen ist, beim letzten Video, wo ich euch gezeigt habe, wie übt man denn eine Option aus, haben dann ganz viele mir Mails geschrieben oder haben es auch in die Kommentare darunter geschrieben. Mensch, so eine einfache Sache, aber man muss es eben wissen. Und deswegen werde ich euch jetzt immer mal so ein paar Dinge zeigen. Und heute machen wir das mal. Wie macht man eigentlich einen Buy-Write? Also wie kann man quasi einen Covered-Call gleich direkt hier an der TWS aufsetzen? Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also ganz am Anfang nochmal kurz für diejenigen, die noch gar nicht oder nochmal überlegen müssen, was war jetzt ein Buy-Write? Ein Buy-Write ist also ein Covered-Call, der quasi simultan aufgesetzt wird. Soll heißen, du kaufst die Aktie, mindestens 100 Stück, und du verkaufst gleichzeitig einen Call darauf. Ne? Es gibt ja auch diesen Buy-Write-Index sogar, haben wir auch schon mal ein Video hier darüber gemacht, und du kannst es aber natürlich mit jeder Aktie machen, du kannst es mit jedem ETF machen. Bedingung ist halt immer, dass du immer 100 Aktien kaufst und dann einen Call entsprechend darauf verkaufst. So, und viele werden das jetzt immer so machen, dass sie sagen, ich kaufe jetzt eine Aktie und wenn ich die gekauft habe, dann suche ich dann einen Call. Aber wer das direkt als Strategie umsetzen will, der kann das natürlich auch gleich simultan hier in der Handelsplattform umsetzen. Und das will ich euch jetzt an dem Beispiel hier mal zeigen. Und dazu nehme ich euch ja wieder mit und wir richten mal unseren Blick hier auf die TWS. Also, wie können wir das tun? Und zwar, wir machen mal einen, auf Apple. Ne? Also ihr gebt einfach das Symbol hier ein, in dem Falle hier Apple. So, und jetzt öffnet sich ja hier dieses kleine Auswahlfenster. Und hier ist jetzt wichtig, ihr geht jetzt hier bei Apple, ihr müsst natürlich hier auf die amerikanische Apple gehen, also nicht hier in Frankfurt, sondern hier die amerikanische. Und dann geht ihr hier bei Kombinationen auf Option Compos, und zwar Option Compos Smart. Okay, klickt das Ganze an, jetzt dauert es einen kleinen Moment und jetzt macht sich hier dieses Fenster auf und da geht ihr jetzt am besten hier auf Strategie. Das ist, hier, ich nehme euch nochmal hier kurz mit, ja, also ihr habt jetzt hier dieses Fenster und hier und das in der Mitte heißt dann Strategie. Und jetzt könnt ihr hier unter Strategie schon auswählen, müsst mal ein bisschen gucken, wo wir was haben. Und wo haben wir den Buy-Write? Und hier haben wir ihn. Buy-Write. Seht ihr das? Hier, Buy-Write. So, klicken wir jetzt an. Und jetzt können wir das ganz hervorragend aussehen. Ihr seht auch hier schon, das ist das P&L-Diagramm. Und jetzt suchen wir uns hier beispielsweise den letzten Handelstag aus. Wir nehmen einfach mal den 18. Mai. Und jetzt suchen wir uns aus, welchen Call wollen wir verkaufen. Ihr seht hier oben, die Aktie ist bei 174. Also sagen wir mal, wir würden jetzt in 180er Call verkaufen wollen als Beispiel. Und ihr seht hier die Aktie, da sind gleich 100 Stück eingestellt. Ne? So, und jetzt gehen wir einfach hier unten auf Hinzufügen. So, und jetzt macht er uns, das hat er uns jetzt bloß hier auf eine andere Seite geschoben, jetzt zieht er uns hier gleich so ein Fenster schon rein und da steht jetzt hier, was wir machen müssen. Ne? Also wir können jetzt diesen Buy-Write sofort in einer Order ausführen und wenn wir den Buy-Write als Gesamtes kaufen, das ist die oberste, das ist hier dieser Punkt hier, ja, wo ist meine Maus, hier, dann sehen wir eben, wir würden diesen Apple-Call verkaufen und gleichzeitig die Apple-Aktie kaufen. So, wie sieht das Ganze aus? Klicken wir hier das alles mal weg und da seht ihr jetzt hier, ich zeige es euch hier vorne, könnt ihr lesen, Apple 180er Buy-Write und darunter steht die Aktie als solches. Ne? Oder nur der, ich glaube nur der Call ist da hier aufgeführt. Genau, also hier, das ist der Buy-Write und hier, das ist der Call, also die oberste Zeile. Jetzt gehen wir einfach hier rüber und da seht ihr jetzt einen Preis und der ist ja geringer hier als momentan der Aktienpreis. Ihr seht nochmal hier oben den Aktienpreis, der ist irgendwo so bei 173. Und hier der Buy-Write kostet 169. Ja, warum? Weil da ist eben gleich die quasi Prämie der Option abgezogen. Und wenn ihr jetzt hergehen würdet und würdet einfach auf den Bid, oder wie es im Deutschen heißt, auf den Brief, auf den Ask-Kurs und auf den Brief klicken, so, macht sich was auf. Und jetzt seht ihr hier, das ist auch sogar relativ eng, könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen mitteln, hier. Und wenn ihr jetzt auf Übermitteln geht, ich muss ein Konto angeben, okay, wo gebe ich hier ein Konto an? Hier ist ein Konto angegeben. So, wenn wir jetzt hier das Konto machen würden, dann würden wir sehen, okay, das ist jetzt unsere Combo.
Hier haben wir es hier. Also verkaufe den Call, kaufe die Aktie. Wir würden jetzt hier, das rote D heißt Debit, wir würden 16.948 Dollar ausgeben, würde eine Margin kosten von 3.874 und schon hätten wir die Position drin. Machen wir natürlich jetzt nicht, weil ich will es ja gar nicht. So, gehen wir wieder zurück. Und ihr seht also, so einfach kann man mit der TWS diese Position aufsetzen, also einen klassischen Buy-Ride. Da gibt es ja, wie gesagt, das kann man mit dem S&P machen, das kann man mit Aktien machen. Und gerade wer das eben sehr, sehr systematisch machen möchte, für den lohnt sich das. Warum? Weil dann hat er das Ganze auch als eine Position hier in der TWS und kann ihn natürlich dann auch schnell mal schließen, rollen, verändern. Ne? Und deswegen ist das eine ganz schöne Möglichkeit, das hier so zu machen. Wenn ihr Fragen zur TWS habt, also wenn ihr sagt, Mensch, wie kann man denn da bestimmte Positionen aufsetzen, dann schreibt mir das einfach mal hier in die Kommentare rein und dann zeige ich euch immer mal wieder so kleine Tricks und Kniffe, denn diese TWS, ich nutze die TWS jetzt seit mittlerweile 15 Jahren, ich kenne sicherlich sehr, sehr vieles, aber bei weitem noch nicht alles, aber ich bin mir sicher, den ein oder anderen Trick oder Kniff für euch habe ich definitiv noch auf Lager. In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Wir hören und sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.